sich den kleinen Voreingang da durchzuquälen. Ja. Ach, 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 ja. Mal so ein paar Themen. Jo, genau, was mir gerade so einfällt, ne? Ich bin vorhin von der Schule nach Hause gegangen. Kennt mich ja bestimmt, ich bin ja nicht so einer, der gleich mit Beleidigungen um sich wirft. Hör mal, du Scheißhuhn! Verpiss dich hier! Also, nee, bin ich ja nicht. Ich bin so ein relativ zart beseiteter Junge, ne? Und in der Nähe von uns wohnen so, ja, was sag ich, zwei, na, ist etwas krass ausgedrückt, aber D-U-M-M-E-Hausmeisterkinder. Ja, D-U-M-M-E-Hausmeisterkinder wohnen da. Und die sind eigentlich total voll die, naja, ich mag die halt nicht so gerne, ne? Das sind die Kinder vom Hausmeister und deswegen auch D-U-M-M-E-Hausmeisterkinder. Ja. Die kamen heute an. Ja, die mögen mich nicht und das beruht auf Gegenseitigkeit, ne? Aber egal. Und dann kamen die heute an und meinten mir ihren Titelsong, den Titelsong ihrer Lieblingssendung vorspielen zu müssen. Von der Bushaltestelle, wo ich aussteige, bis nach Hause. Die ganze Zeit bobt der Baumeister hinter mir. Das hat irgendwo genervt. Naja, aber ich wollte dann ja auch nichts sagen. Hinterher kommt der Hausmeister an und ist sowieso ein, naja, eine nicht so nette Person, sagen wir einfach mal so. Ich finde, der macht seinen Job auch ganz ehrlich nicht wirklich gut. Geh kaputt, geh kaputt. Ah. Also der ist ständig nicht erreichbar oder kommt, also man sagt hier der irgendwie Klos verstopft oder so und was macht der? Der kommt 3 Tage später und sagt, hier war ein Klo verstopft. Ja, mittlerweile ist das alles rausgelaufen, ne? Also das ist, und nein, ich spreche hier nicht aus eigener Erfahrung. So, Feld angelegt. Sieht irgendwie geil aus von hier aus. Ist das schon wieder dunkel? Nee. Nee, das kann jetzt nicht sein, oder? Wie spät haben wir denn? Steht das hier irgendwo? Nee, natürlich nicht. Super. Steht ja nirgendwo. Ist ja ganz klasse. Doch, doch, in der Uhr. Kann man mal kurz gucken. Ja, ich weiß, das ist jetzt Cheating, aber kann man sich ja gleich noch wegwerfen hier. Okay, ist kurz vorm Untergehen. Leute, wenn ihr das jetzt gerade Cheaten fandet, ja, dann nur kurz mal in Too Many Items gucken, wie spät das ist, ne? Also, das finde ich jetzt ist nicht besonders Cheating. Ja. Also, das ist, finde ich, auch so ein scheiß Thema hier. Man ist irgendwo gut drin. Oder macht mal irgendwas, was mit irgendwie von einem Cheat oder so ist, was noch nicht mal richtig Cheaten ist. Und dann sagt er dann sofort: Hey, du Cheater. Hey, du Cheater, du hast die Musik vorgespult. Hey, du Cheater, du kannst Gras mit einem Schlag abbauen. Geh mal aus dem Creative Mode raus, du Pisser. Ja, da frage ich mich einfach: Was soll das, Leute? Was soll das? Habe ich mich jetzt hier irgendwie verirrt? Ne, da oben sind die Blumen. Verpisst euch, ihr Scheißhühner. Ja, was wollte ich denn? Ja, mal einfach nur kurz rüber gucken. Wie ist das so von der Ja, da unten. Das sieht schon etwas komisch aus, aber naja, man gewöhnt sich dran. Das Dach fehlt halt, ne? Das Dach fehlt halt, aber da weiß ich noch nicht genau, was ich machen will. Ob ich da jetzt. Wie heißt. Oh, ein Schaf. Cool. Ob ich da jetzt, wie heißt, so ein Spitzdach machen soll, ein Flachdach oder noch eine Etage? Oder so ein Balkon. Noch eine Etage und dann ein Balkon da drin. Mit so einem Spitzdach. Ach, jetzt ist die Sonne da. Super. Wie viele Samen habe ich denn? Ich brauche die Samenanzahl im Blick.
Ma, ich bräuchte hier mal ganz dringend einen Samenspender, ganz ehrlich. Ich wollte hier hinten einfach mal ein bisschen Gras abholzen, damit ich weiß, damit ich weiß. Nee, erstmal hier, um ein bisschen die Gegend zu erkunden, damit das nicht so langweilig für euch ist. Und zweitens, um mal, ein paar Samen zu finden. Aber nein, Passi, du hast keine Kohle. Doch, noch im Ofen, aber komm, einen kleinen Blick, vielleicht ist ja Kohle drin. Okay. Verzeihung, wenn ihr jetzt nicht super ist, gar nichts drin. Der Dungeon hat sich nicht gelohnt. Oder, nicht Dungeon, ist ja, die Bito nachmachen, der, Cave hat sich nicht gelohnt. Cave heißt es ja. Cave, genau. Kronkner mache ist auch so ein... Naja. Habe ich aber jetzt schon lange nicht mehr unter meinen Videos gehabt. Muss euch loben. Finde ich echt... Ja, finde ich echt nice, dass ihr mit Kronkner-Macher schon lange nicht mehr gepostet habt, ne? Ich meine... Kronkner-Macher wäre ich, wenn ich mich Gronk nennen würde. Und genauso kommentieren würde wie er. Ich kommentiere ja gar nicht so wie er. Oder findet ihr, dass ich kommentiere wie Gronk? Also ich finde, ich habe einen komplett anderen Kommentarstil. Super, wie kriege ich das jetzt? Gut. Als Gronk. Ma, dummen Eier, ey. Ich will hier keine Eier haben. Okay, wenn die halt immer wieder kommen. Vielleicht mache ich mir mal eine Hühnerfarm. Gronk nachmache. Ey, wie viele Hühner sind denn hier, bitteschön? Dann sammle ich eben die ganzen Kackeier ein. Mach mir da eine Eierfarm. Nee, eine Hühnerfarm. Verdammt, ich habe Rays Minimap nicht drin. Wo muss ich hin? Ich glaube, ich habe mich verirrt. Scheiße, ich glaube wirklich, ich habe mich verirrt. Ich flüchte jetzt auf einen Baum. Da hinten muss ich hin. Egal. Noch ein Baum. Ja, super, noch einen Samen gedroppt. Das ist ein Huhn. Okay, jetzt kann ich ja hier hochrennen. Verdammt, muss einmal um den Baum rum. Scheiße. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich höre sie schon kommen. Gut. So, haben wir auch mal einen kleinen Spaziergang gemacht. Habe ich die Tür aufgelassen? Nein, Gott sei Dank nicht. Bleib drin. Ja! Ja, Huni hat ein Ei gelegt und das Gras ist hochgewachsen. Yay, Huni. Kommst du jetzt bitte raus? Ich leg... Oh, Huni ist draußen. Yeah! Huni! Jetzt kriegt Huni endlich Gras in ihre Hütte da unten rein. In seine Hütte. Ah, hier ist ein Dungeon in der Nähe. Oh mein Gott. Ja, jetzt ist gut hier. Soll ich ausbauen? Weiß gar nicht. Ach ja. Bevor ich hier unten ausbaue, erstmal, es kann weg. Aber die können ja erstmal. Verteile ich jetzt hier auf dem Feld. Die werden auf dem Feld verteilt. Ja, nein, das ist keine guten LP-Nachmache. Ich spiele keinen Landwirtschaftssimulator. Vor allem, schreibt mir in die Kommentare, ey, du bist voll die guten LP-Nachmache. Der spielt auch Landwirtschaftssimulator. Bei Minecraft, genau. Stellt euch das mal vor. Das ist eher oberepisch. Dann wird Guden sich Fame fühlen. Das Fenster ist ein bisschen mickrig, oder? Machen wir mal so ein Fenster hier rein. Wirkt dann ja gleich schon viel größer so. Ich komme rein, kann hier rausgucken. Hallo. Huni, willst du auch rausgucken?
Wie machen wir über Huni? Ja, so hier über die Küchennische und von Huni. Und über Huni. Na, so. Jetzt hat sich die Framerate aber überraschend stabilisiert. Nein! Huni! Fuck. Ich ziehe jetzt alle Register meines Könns. Um Huni wieder einzufangen. Wie kann ich denn... scheiß Spinnenauge. Huni! Wo ist Huni? Huni, stürze dich nicht die Klippe runter! Huni, komm mit! Komm mit, komm mit! Ja, feines Huni! Hm. Komm, Huni. Da wirst du doch jetzt wohl hochkommen. Ja! Komm her, Huni. Ja, komm hier hoch. Huni. Ja, Huni. Das war ein Fail, ey, gerade. Oh. Zum Glück haben wir hier Weizen gerade gepflanzt gehabt. Bam, bam, bam. Komm, Huni. Komm hier rein, Huni. Huni, komm her. Das ist mir jetzt scheißegal. Hauptsache Huni ist da wieder drin. Zur Belohnung kriegst du den. Ey, hör auf. Erinnert mich an meine Minnekraft-Montage. Muss ich auch mal wieder eine machen. Mal vielleicht von Star Wars Battlefront. Huni freut sich. Yay. Es ist in uns verliebt. So, erstaunlich wenig geschafft in dieser... Nee. Das wäre jetzt episch gewesen. So, ja, erstaunlich wenig geschafft in dieser Aufnahme. Naja, sei es drum. Alter, ey. Oh, ich versuche da hinten hinzukommen. Oh, und den Part zu beenden. Okay. Bis im nächsten Part. Tschüss.